Schweizer TV. Präsentiert von Lipton Linea, Astor und unterstützt von 20 Minuten. Willkommen bei Faces TV. Heute für einen ist nicht aus dem Studio, sondern direkt. Sie sehen es hier aus dem Festsaal im Kaufleuten in Zürich. Girls Night Out findet hier heute statt. Sozusagen ein Abend nur für uns Frauen mit ganz viel Mode und Beauty-Produkten, die man hier rein kann testen. Und wir wissen jetzt gerade in wenigen Minuten, wer der neue Lipton Linea Style Star wird. Der wird jetzt nämlich hier auf der Bühne gehört. Und da sind wir live dabei. Freitagabend 19 Uhr, Zürcher Kaufleuten. Die erste Girls Night Out Party in der Schweiz öffnet ihre Tore und das nur für die Frau. Girls Night Out bietet aber viel mehr als treibende Bässe und schnelle Beats, wie Sibyl Rauber von Lipton Linea weiß. Sibyl, es ist total gemütlich an der Girls Night Out. Erzähl mir, was kann man da alles so erleben? Ja, da kann man jenstens erleben. Also, wie du siehst, oder sicher auch schon selber ein bisschen miterlebt hast, man kann shoppen, man kann Kleider anschauen, Schmuck, wunderschön. Man kann sich hier bei uns in der Lipton Linea Lounge verwöhnen lassen, massieren lassen. Einfach ein bisschen chillen auf dem Sofa, ein Lipton Linea Drink konsumieren. Aber man kann sich auch schminken und beraten lassen. Also wirklich rundum alle Frauenwünsche, die sich hier glaub, schon erfüllen. Damit aber nicht genug. Nebst Einkaufsmöglichkeiten, Schminktipps in theoretischer und praktischer Ausführung geben Eiskunstläuferin Sarah Meyer und Ex-Miss Schweiz Jennifer Angerber den anwesenden Girls vor Ort Tipps zur Bewegung, Mode und Ausstrahlung. Kurz gesagt, eine geballte Ladung Östrogen regiert für einen Abend im Festsaal des Innschuppens der Limmatstadt. Ich dir jetzt. Nicht ganz bei der Sache sind wohl höchstens diese fünf Damen. Sie nämlich haben sich unter Tausenden von Konkurrentinnen durchgesetzt und sind nur noch einen Schritt entfernt, Lipton Linea Style Star zu werden. Doch für einmal sind Blumen ein schlechtes Zeichen. Nico, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Dank. Andrea. Ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Herr Simon. Merci trotzdem, ganz herzlichen Dank. Christina und Katja, der letzte Blumenstrauß geht an Christina. Trotzdem, ganz herzlichen Dank. Das heisst, unser Lieblings-Style-Star für unseren 80. Festbeschauer ist Katja. Katja Special heißt die Glückliche, die sich in nächster Zukunft auf so einige Veränderungen in ihrem Leben gefasst machen darf. Katja Special heisst unser Lipton Linea Style Star. Kommt unheimlich viel geschenkt über, ein komplettes Makeover, eine neue Wohnungseinrichtung und ein neues Auto. Auf was freust du dich denn jetzt am meisten? Auf die Einrichtung und den Personal Trainer. So, hast du das Gefühl, bist es gerade du? Ich weiss nicht, ich bin einfach ich geblieben und ich nehme es mit Humor und ich habe Fun dabei und es ist wie, ja, es ist einfach, hat den Blausch gemacht. Blausch wirst du noch viel mehr haben. Nächsten Freitag, dann seht auch ihr zuhause, was wir mit der Katja gemacht haben, nämlich ganz schön viel. «Komm in mein Leben» heisst das neue Album von der Aargauerin mit türkischen Wurzeln, der Emel. Und wir haben das Wort wörtlich genommen und haben es mit ihrer Persönlichkeitsanalyse vorgenommen, die man selten antreffen tut. Bei uns heisst das «Gesichter lesen, let's face it» mit Pietro Sassi und der Emel. Hallo zusammen, ich bin Demel, ich bin Sängerin und wenn ich mich selber einschätzen müsste, würde ich sagen, ich bin eine sehr fröhliche Person, ich habe sehr viel Humor,
bin aber auch ein bisschen chaotisch und rebellisch und auch sehr eifersüchtig. Hi Emil. Hallo. Willkommen. Danke. So Emil, jetzt ziehe ich dich mal von euch. Was mir jetzt gerade so ganz schnell auffällt bei dir, ist, dass du ein sehr starkes soziales Verständnis hast. Was heisst das? Also in dem Sinn heisst das, dass du mit anderen Leuten schwätzen kannst oder andere Meinungen kannst annehmen kannst. Oder du lässt dir schwätzen. Du bist zwar nicht der gleichen Meinung. Aber das ist für dich kein Problem. Du gehst auf die ein und so. Jemand anderer wird vielleicht sagen, ja, der Mist, den du erzählst, das machst du nicht. Und das sehen wir hier, weil du sehr schöne senkrechte Stirn hast. Ja. Ja, die ist bei dir sehr senkrecht, weil es gibt verschiedene Formen. So, du hast die sehr senkrecht. Ich glaube, ich bin ein sehr toleranter Mensch. Wenn man das dann halt so in diesem Wort ausdrücken kann, dass ich eigentlich alle möglichen Meinungen akzeptiere und mir das wirklich nichts ausmacht, wenn jemand ein bisschen andere hat, aber ich habe meine eigene und ich kann sehr gut mit dem umgehen und natürlich auch das extreme Bauchgefühl, also bei mir kommt wirklich alles aus dem Bauch. Was da noch sehr fein vorkommt, ist da die feine Falte da. Ich weiss gar nicht, ob du wüsstest, dass du die hast. Nein. Ja, musst du dann morgen mal schauen im Spiegel. Da kommt so eine Falte vor, ganz fein. Im Moment in deinem jugendlichen Alter. Ja, und die wird dann irgendwann ein bisschen stärker, das ist deine Willenskraft. Mentale Willenskraft. Also wenn, du kannst dann manchmal ein bisschen stur sein. Sehr. Ja, ja, aber vielleicht ist es auch situativ nötig, oder? Und das zeigt dann, dass deine Willenskraft, die mentale Willenskraft, du dann stark kannst dran gehen, um etwas umzusetzen, um etwas zu bewirken, um etwas ja, aktiv zu machen. Das ist für dich wichtig. Ich glaube, wenn ich mal eine Idee habe, dann ziehe ich die wirklich durch, weil sie verfolgt mich dann auch. Also es ist nicht einmal so, dass ich das unbedingt will, sondern es verfolgt mich dann richtig. Ich kann dann wirklich an nichts mehr anders denken und muss einfach das Projekt noch irgendwie sehen, dass das irgendwie zustande gekommen ist. Und wenn man jetzt so in deine schönen Augen schaut, dann sehe ich natürlich auch noch, dass du ein sehr spezielles Denken hast. Du hast es kann man fast sagen, also du hast eine extreme Denkmaschine. Also du hast immer etwas im Kopf, immer wieder Ideen, immer wieder kommen die Zeug in Sinn und du hast wieder, wenn man mit dir redet, dann weißt du schon lange, was der gemeint hat. Der hat noch nicht mal fertig geredet. Und du hast aber schon lange verstanden, was der dir sagen will. Und das kann manchmal aber sein, dass der andere dann meint, du hörst nicht mehr zu. Oder du tust etwas wichtig. Weißt, dabei hat das nicht mit wichtig zu tun, sondern du hast das verstanden. Du hast schon wieder, bist schon wieder bereit an Lösungen, hast schon wieder Vernetzungen im Kopf, Gedanken, Spinnereien, Kreativitäten oder weiß nicht was. Und das zeigt mir, dass du eben da den hohen Augenstand hast. Also deine Pupille ist ein bisschen über der Achse von deinen braunen Augen. Aber es hat auch ein bisschen Zugang zu verrückten Sachen. Also was auch immer dahinter steckt oder was gemeint ist mit verrückten Sachen oder mit gestörten Sachen. Oder genau, oder manchmal auch ein bisschen. So ein bisschen mentale Störungen. Ich muss sagen, ich hatte schon mal in einer früheren Beziehung schon ein bisschen Probleme gehabt, weil man mir immer gesagt hat, du hörst mir nicht zu oder du bist einfach immer zu schnell oder du denkst, ich bin dumm oder so. Und dabei ist das wirklich, also ich habe dann wirklich gedacht, vielleicht habe ich irgendwie eine komische Krankheit oder so, dass ich alles immer ein bisschen schneller, also bei mir alles ein bisschen schneller geht und ich die Leute nicht unbedingt ausreden Das passiert schon. Ja, dem ist ein richtiger Gefühlshaufen. Aber eine konzentrierte Persönlichkeit, die auch recht eine starke Willenskraft hat, die weiss, was sie will. Für so eine Person dem ist das ganz wichtig für ihre Karriere. Ja. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, hab weiterhin viel Spass an deinem Job, mach vielen Leuten Freude. Dankeschön. Gell? Und dann ist das ein wunderschönes Leben. Danke gleichfalls. Ciao, immer. Danke. Schöne Zeit. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, danke. I don't know you people. Nein.
Nächste Woche nimmt der Komiker Beat Schlatter vis-à-vis von Pietro Sassi Platz und überrascht uns alle mit seiner offenen und ehrlichen Art. Ehrlich gesagt lässt er fast ein bisschen die Hose runter. Die lasse ich an und ziehe Spendierhosen an, weil die brauchen wir jetzt für unsere Shortcuts. We've got a passion. Gucci Goes Rock. Chefdesignerin Frida Giannini setzt in diesem Herbst auf Bühnenglamour. Und wer trägt sexier und souveräner als Mr. Rock'n'Roll himself? Lenny Kravitz zeigt die Funky Looks schon mal vorab on stage, zum Beispiel beim St. Gallen Open Air am 27. Juni. Aber keine Angst, liebe Männer, auch ihr könnt mit den aktuellen Sommeroutfits die Blicke auf euch ziehen. Bunt, bunter Knallfarben. Für jeden Anhänger von Gummibärchen, Smarties und Co. gibt's ab sofort die passenden Klamotten dazu. Farbenfroh wird's auch auf der World Tour von Chanel. Das Modehaus wird mit seiner Quilted Bag ein ganzes Museum, das auf Weltreise geht. Den mobilen Pavillon dafür entwarf Architektin Zaha Hadid zusammen mit Karl Lagerfeld. Die Schau in naher Zukunft auch in Europa zeigt Werke von Yoko Ono bis Leandro Ehrlich zur kultigen kleinen Stepptasche. Handys werden zu alles können. Der neueste Coup von Samsung und Adidas, das Mi Coach für Sportskanonen. Ein Schrittzähler und Herzfrequenzmesser sorgen für Fitnesschecks nach dem Plaudermarathon. Ab Mitte Juni für 650 Franken im Handel erhältlich. Alles zur Sendung finden Sie wie immer unter faces.ch. Nächsten Freitag bei Faces TV. Lust und Sex. Du neigst dazu, es genießen, in gewissen Situationen zu übertreiben. Faces TV wurde Ihnen präsentiert von Lipton Linea und Astor.